Boah, der Heimweg ist so lang. Ein Auto wäre jetzt echt geil, oder halt Motorrad. Ja, wobei Motorrad. Hefte liegen in der Kiste. Motorrad dürfte ich jetzt ja gleich machen können, rein theoretisch. Genau. Ich schau gleich mal, was ich davon schon mal craften kann. Ja, du müsstest halt wahrscheinlich nur Lenker, Chassis und Reifen. Beziehungsweise Räder. Oh, und ich glaube, den Rest dafür haben wir. Vielleicht können wir auch Räder beim Händler kaufen. Vielleicht hat der auch welche. Oder ich bin da jetzt gleich, um meine Quest abzugeben. Dann berichten. Ich meine, wir haben ja relativ viele Räder gehabt. Also wir hatten ja 6 Stück für die 3 Fahrräder. Jetzt ist halt die Frage, wo haben wir die hergekriegt? Wo haben wir die gefunden? Ich denke mal gelootet einfach. Also die gibt es ja manchmal im Loot. Ja, aber hatten wir irgendwo eine bestimmte Stelle, wo wir die gefunden haben? Ich überlege gerade. Also zumindest ich wüsste es nicht mehr. Eine Werkstatt oder irgendwas vielleicht. Nee, ich wüsste es nicht mehr. Ich glaube, die haben wir einfach so in irgendwelchen Kisten und Müll einfach gefunden. Ich könnte hier ein Fahrrad zerkloppen, aber ich habe Angst, dass ich die Räder nicht rauskriege. Ja. Darüber hatte ich auch schon nachgedacht und genau die gleiche Angst hatte ich auch schon. Das ist halt das Risiko, wenn du Pech hast, hast du halt ein Fahrrad weniger. Hm. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir geguckt haben, wegen Blöcken und so, war auch, dass man die Hälfte rauskriegt. Also der Rechnung nach dürfte ich ja dann nur ein Rad rauskriegen. Das wäre dann schlecht. Das stimmt. Guck mal, hast sogar Glück. Ich bekomme 9mm Munition. Beim Händler. Ja, muss jetzt nicht wegen mir kaufen, also. Ja. Das andere Schöne wären sonst mechanische Teile gewesen, aber davon haben wir auch einige, also von daher. Ja, kannst du Geld auch sparen, muss nichts ausgeben. Achso, oder Belohnung. Nein, die von der Quest war das, ja. Ja, Munition kaufen ergibt meistens relativ wenig Sinn. Ja. Boah, Jagdgewehr Stufe 4, aber das kostet 7000 Tacken. Ja, sicher. Dann nicht. Was kriege ich denn raus, wenn ich... Okay, da kriege ich Chemikalien raus. Ich habe... ich habe nichts Spannendes gefunden. Beim Händler? Oder nichts Spannendes gesehen, ja. Ja. Jetzt gehe ich erst nach Hause, hole mir meine Munition ab und dann mache ich die nächste Quest. So, wie weit ist es noch? Ich bin gleich da, sehr schön.
Mal sagen, ich sehe dich schon wieder links von mir auf dem Radar, von daher. Bist du schon vorbei am Händler? So, dann gucke ich gleich mal, wie ich das alles machen kann. Ja, wenn die Chemiestation nicht so sauteuer wäre, ne? Ja. Das wäre halt. Weil dann wäre Schwarzpulver herstellen auch deutlich, deutlich effizienter. Und ich vermute mal auch deutlich schneller. Ja, ich meine, ich glaube, da kriegen wir dann halt auch die, kann ich dann auch die Säure wahrscheinlich herstellen, die ich brauche. Höchstwahrscheinlich. Und dann könnte ich wahrscheinlich die Reifen machen, aber die Chemiestation ist halt ultra teuer. Also da brauche ich ja unglaublich viele Hefte. Nicht mal nachgucken, was braucht. Was für ein Heft? Ach, die. Oh, Gehirnbesitz zu. Das ist ja unglaublich. Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, was sie denn nochmal, was für Hefte die denn nochmal braucht. Hatte ich ja nicht kurz vorher nachgeguckt. Also Hefte habe ich auf jeden Fall für euch einen Haufen. Jamila, verrottetes Fleisch habe ich sehr viel auf jeden Fall für dich. Ja, ich habe auch ein bisschen davon was mitgebracht. Irgendwo in den Kisten liegt das alles. Eine Flasche mit Säure habe ich, eine einzige. Die habe ich gefunden. Ja, ich glaube, damit kannst du genau ein Rad herstellen dann. Ja. Das ist nicht so viel. So, die sind für mich. Das kriege ich jetzt gerade nicht mit. Stimmt, wenn du die Werkzeughefte gleich erforscht hast, dann, kannst du nochmal gucken, wie. Welche Stufe an Eisenwerkzeugen du herstellen kannst. So, lass mal kurz die Tasche leer machen. Oh. Das war vielleicht nicht so gut. Machst du immer falsch, ich dödel. Na. Das. Hier rein.
ist ein Skillpunkt. Wo kann ich den denn reinpacken? So, Wasser. So, und jetzt gucke ich mal. Also Fahrzeuge technisch, das kleine Motorrad kann ich herstellen. Ja, das ist gut. Arbeitsstation habe ich jetzt fast Amboss und Blasebalg freigeschaltet. Das wäre auch nicht schlecht. Genau, und dann wegen den Werkzeugen kann ich Stufe 3 herstellen auf jeden Fall mal. Ja, Stufe 3 kann ich herstellen. Reparaturwerkzeuge kann ich auch Stufe 3 herstellen. Sind das hier Sammelwerkzeuge? Kann ich Stufe 3 herstellen? Beim Speer könnte ich sogar mittlerweile Eisenspeer herstellen. Schrotflinte, immer noch die beschissene. Automatische Schrotflinte, die will ich haben. Ja, und Skillpunkte habe ich keine. Okay. Gut, so, dann wollen wir mal gucken. So. Dann wollen wir mal. Wo haben wir es denn? Das würde gehen. Das würde gehen. Das ist Eisen. Ach, Mann. Das und das haben wir auch da mehr als genug. Einzige, was fehlt, sind die Räder. Warum zur Hölle gibt es so wenig Eisen in der Kohle in der Natur? Ja, Eisen finde ich überall. Das hätten wir auch alles. Flasche mit Säure. Ja, ich brauche genau eine Flasche mit Säure für ein Rad. Ja. Irgendwie so hatte ich. Schlecht. Hatte ich vermutet. Ich kann den Hubschrauber herstellen anscheinend, wie es aussieht, warum auch immer. Nee, den kannst du, oder? Nee, mir fehlen Teile. Ja, aber ja. Du konntest den tatsächlich herstellen. Hab mich gerade gewundert. Das Fahrwerk und sowas fehlt mir. Achso. Also ich könnte ihn rein theoretisch herstellen, aber mir fehlen halt die Teile dafür. Ah ja. Ja, stimmt, das haben die auch oft irgendwie. Ich dachte ja auch irgendwann mal schon mal, dass ich Munition und Waffen und sowas craften könnte, aber das konnte ich noch nicht, einfach weil mir halt die Teile fehlten. So. Und ich die halt dann erst später bei irgendwas anderes freigeschaltet habe. Ich schmelze mal wieder Eisen ein, hier den Schrott hier. Auch kein ist der Mensch. Lehm eigentlich mittlerweile durchgebraten, den ich da reingeschmissen habe? Ich glaube. Oder er ist, glaube ich, noch am Machen. Ja, da braucht 5 Sekunden für einen Klotz Lehm. Zerlegen. Genau das Gegenteil zu, wie heißt es?
zu Messing. Messing geht immer so super schnell. Die nehme ich mir auch mal raus. Nana, hi. Wir sind nicht nur zu zweit unterwegs. Die kann ich mal austesten, ob ich die benutzen kann. Das nehme ich mal alles mit. Die Woche war so ein bisschen stressig, weil ich mich um so ein paar Sachen kümmern musste und Klausurenphase wieder ansteht. Das ist nicht schön. Aber sonst eigentlich ganz in Ordnung. Hallihallo. Also hochkonzertiert gerade, Paddy, ne? Ja, ich bin hier gerade an den Waffenmods angucken. Aber hi, Blubnala. Hallo, hallo. Für die Rüstung. Ja, ah, so schlimm ist nicht. Ist halt nur nervig und es muss halt gemacht werden, wenn ich halt mein Studium irgendwann mal fertig bekommen möchte, aber... Aber es hilft ja dann auch nichts, da ewig lang dran rumzujammern und immer einen Kopf in den Sand zu stecken. Ach, du bist schon bei der Bachelorarbeit? Oh, war ja. Das Gute ist, dass ich jetzt nach der nächsten Woche... Aber wenn fertig, dann fertig... Ja, genau. Aber das Gute ist, dass ich nach der nächsten Woche einen großen Teil meines Studiums fertig haben dürfte, weil ich dann eine ganze Menge Pflichtveranstaltungen alle fertig habe und dann soweit erstmal keine Pflichtveranstaltungen mehr habe in meinem Studium. Das wird dann einfach... Nice. Es macht so viel Zeit in der Woche frei, ne? Das ist unglaublich. Sweet Home. Nicht erschrecken, das ist so normal, dass ich so aussehe. Was? Wie du aussiehst. Meine Axt brennt. Was willst du tun? Voll geil. Das ist eine brennende Axt gegen eine... Egal, ich kann dich mit einer brennenden Axt verprügeln. Oh nein. Das wäre ja schon echt schlimm. Hast du gerade nochmal ein Leben nachgelegt, oder? Nee. Ich wollte gleich Eisen reinschmeißen, auf jeden Fall. Hä? Okay. Weil ich gerade... Was zur Hölle? Also, der Lehm brennt unfassbar langsam. Also du kannst auch Eisen reinschmeißen, da sind ja zwei Plätze. Einer davon ist immer noch frei. Das Ding ist, das ist halt einfach unfassbar, was der, wie viel der aus einem Klotzen Lehm macht. Aber der braucht auch für einen Klotzen Lehm unfassbar lange. Darüber hatte ich mich gerade gewundert. Das stimmt, hier in der Munitionskiste oder in der Waffenkiste liegen immer noch deine Shotgun-Munition drin und jetzt auch 9mm. Ein Stoppschild angezogen. Habe ich ein Stoppschild angezogen? Echt? Ja, so ein bisschen, ne? Was? Ich finde, ich sehe ganz normal aus. Siehst du. Adrett nennt man das. Ich hab's genossen und bin zu keiner einzigen Vorstellung mehr hin ab dem Punkt an. Ja, das ist. Ich freue mich da auch schon so drauf, da fertig mit zu sein. Aber
ein Praktikum und das ist natürlich auch noch das Schwerste. Also, wenn, dann natürlich alles. Das wäre auch langweilig, wenn man sonst nichts machen würde, ne? Ja, Tatsache. Der Herr hat ein Stoppschild auf seinem Hintern. Ja, das ist richtig. Ich studiere Maschinenbau. Ich habe einen rohen Diamanten gefunden. Das ist meiner. Das kannst du dir in den Diamantenspitzhacke bauen. Ab in die Minen. Kann nie kaputt gehen, die Spitzhacke. Hatte ich das eigentlich fertig gebaut? Nee. Komme ich da hoch? Nee. Komme ich hier wieder raus? Nee. Ist schlecht. Doch, ich komme drauf. Sehr schön. So. Ah, das sind die aufgewerteten schon. Sehr schön. Bestimmt interessant, das Studium. Ja, durchaus, aber ist halt auch, also es verlangt durchaus viel von dir ab. Du kannst dir nicht unbedingt leisten, so dieses Klischee-Studentenleben zu machen oder zu leben. Ich versuche das möglichst entspannt alles zu machen, aber es funktioniert nicht immer so, wie ich das gern würde oder wie ich das gerne hätte. Mein Bruder hat das mal irgendwann ziemlich gut zusammengefasst, damit, dass das effektiv eine 40-Stunden-Woche eigentlich ist. Nein, ich baue mich nicht selber ein. Das hatte ich nicht vor. Warum nicht? Ist doch praktisch. Kostet einfach nur mehr. Ja, das ist das Problem. Die kloppen einfach alles kaputt. Die kommen da schon rein, wenn die wollen. Na gut, dafür müssen sie sich aber erst sehen. Ich glaube, riechen können sie dich nicht, oder? Es war mal, glaube ich, so eine Zeit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wenn du Fleisch oder sowas in der Tasche hast, riechen die dich. Gott. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Es war, glaube ich, aber mal so. Sollen alle abhauen? Was wollen die von meinem schönen Booty? Freddy. Ha? Schon wieder das Lagerfeuer angelassen. Ist doch egal. Da ist Kohle drin. Du und deine scheiß Kohle. Die habe ich schwerst geschuftet. Die habe ich schwerst geschuftet. Kein Mensch braucht die. Doch, die brauchen wir für Schwarzpulver, damit wir Munition herstellen können. Und wir brauchen die für unser Lagerfeuer und sowas. Hm. Oh Mann, ey. Und ich wette mit dir, dass wir nachher dann auch noch damit irgendwie an der Chemiestation super viel herstellen können. Bestimmt. Aber so weit sind wir noch nicht. Also denke ich auch noch nicht so weit. Ja, noch. Ich denke erst, wenn es soweit ist. Ein hoffnungsloser Fall ist das hier. Auf jeden Fall. Lol, das macht sogar mehr Schaden. Ja, die Kohle ist natürlich super. Davon hätte ich auch gerne mehr. Die Kohle, die man zum Tanken und Miete zahlen und Sachen kaufen braucht. Ich habe jetzt eine schon fast Perversität von Scope auf meinem Gewehr jetzt. Okay.
Ja klar bin ich nass. Wenn es regnet, bin ich nass. Ist doch nett vom Spiel, dass es mich darauf hinweist. Das Spiel hält mich halt für komplett verblödet. Was zur Hölle hat hier so Ah, du hast hier so gestöhnt. Die Zombie-Horde hier draußen. So, gucken wir mal, was meine Axt so macht. Alles okay. Ein dicker Polizist. Wer hätte das gedacht? Auf Distanz ist das schon ganz lustig mit dem neuen Fernrohr. Oh mein Gott, ich habe auch einen dicken Polizisten hier. Und der Klempner läuft da auch noch rum. Yeah, sie brennen. Hi Ryan. Keine Krankenschüsse, aber bitte sterben? Oh Gott. Treffst du dich? Hilfe. Oh mein Gott. Ich hab fast keine Muni mehr. Shit. Und er sagt, er braucht die 9mm Munition nicht. Und hier liegen so diese schönen 100 Schuss. Ich hab nicht gedacht, dass hier so viele Holzfäller kommen. Nein, halb so schlimm. Ich werd's irgendwie überlegen. Jetzt nicht sagen, damit hätte man rechnen können, so in der Stadt, aber... Doch, eigentlich schon. So, nee, hab ich jetzt mitgenommen. Jetzt. Alles klar. Ja, viel Spaß beim Verzweifeln an der Bachelorarbeit. Was ist denn hierfür? Na gut. Boah, oh, Hilfe, ich hab's im Stream gesehen. Oh. Das war wirklich schön.
Der ist so fett, der kommt nicht vorwärts. Ja, aber er kann platzen. Nee, das ist nur Nitrat. Davon haben wir aber ein bisschen was. Das war hier nichts nach, ne? Kohle, 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 Kohle. Vielleicht bringt's ja was. So, wie ein wahrer Held gelöst. So. Wie kommen denn da noch? Wo kommen die ganzen Ärzte und die ABC an Zugmenschen her? Ist da oben ein Labor? Hey, vielleicht findest du ja, hier, wie heißt es? Säure, wenn er da oben Labor ist. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht so super, so 100% sicher, ob es immer wirklich dem Ort angepassten Loot gibt. Ja, doch, in der Küche zum Beispiel findest du ja Essen. Ja, aber auch nur, wenn das dann explizit dran steht, dass da Essen drin ist in dem Loot. Oder nicht? Nee, die Küchenschränken, die du nie öffnest. Hallo, ich war damit beschäftigt, die Zombies zu töten. Und du mich ja mal wieder im Stich gelassen hast. Jeder kämpft für sich allein. Eine zerstörte Chemiestation. Und was ist da drinne? Chrysantheme. 9 Stück. Wow. Ich bin begeistert. Das ist der Loot. Aber hallo. Besseres gibt's nicht. Bitte erzähl mir, das ist Kohle. Ich glaube, ich habe Kohle gefunden. Ja. Ich habe dir schon mal gesagt, wo es Kohle gibt. Das hast du, naja, da, wo du aber gesehen hattest, dass es Kohle gibt. Weißt du, was das war? Nitratpulver. Du gehst in das verbrannte Gebiet, da ist überall glühendes Holz auf dem Boden. Die ganze Gegend ist voll damit. Musst du nur abbauen. Okay. Solange du noch nicht unterirdisch abbaust. Sieh's nicht, das gibt's nicht. Habe ich das denn gesagt? Eisen, verdammt. Erstmal in die Fallen reinlaufen, sehr gut. So. Oh, ich hätte den Kaffee von zu Hause mitnehmen sollen. Gut, hier bleibe ich mal kurz stehen. Praktisch gewesen.